Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein Blitzrezept für euch und zwar einen No-Bake Raffaello Kuchen, der ist wirklich ruckzuck hergestellt. Und dafür brauchen wir Butterkekse, wir brauchen einen aufgekochten und kalt gewordenen Vanillepudding, einfach nach Packungsanleitung zubereiten. Außerdem brauchen wir Mascarpone und Frischkäse. Hier habe ich gezuckerte Kondensmilch, ich benutze die von Milchmädchen. Hier habe ich außerdem noch Kokosraspeln und gehobelte Mandeln für die Deko. Außerdem brauchen wir später noch Raffaellos. Für die Creme werden Mascarpone, Frischkäse und gezuckerte Kondensmilch glatt gerührt und unter ständigem Rühren dann löffelweise der kalte Pudding untergehoben, sodass am Ende eine gleichmäßige, homogene, leckere Creme entsteht. Dort werden dann noch die Kokosraspeln hinzugefügt und eingerührt. Hier habe ich mir einen eckigen Backraum auf eine Servierplatte ausgefaltet und zwar so, dass 5 Butterkekse in die Länge und 4 in die Breite hineinpassen, aber ihr könnt das natürlich auch anders gestalten, also mehr oder weniger, ihr könnt eine Auflaufform nehmen, ist euch überlassen. Die erste Lage Butterkekse befindet sich jetzt hier schon auf der Servierplatte, wie man sehen kann, und darüber kommt etwas von der Creme. Dieser Vorgang wird jetzt so lange wiederholt, bis ihr dann insgesamt 5 Lagen Butterkekse habt. Auf die letzte Lage wird dann die restliche leckere Kokoscreme gestrichen. Dekoriert habe ich mit Kokosraspeln, gehobelten Mandeln und Raffaellos. Ihr könnt es auch anders gestalten. Auf jeden Fall muss der Kuchen jetzt aber für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Ich bereite den Kuchen immer gerne einen Tag vorher zu und ja, dann ist er halt am nächsten Tag schon fertig und kann richtig schön durchziehen. Ich finde, je länger er durchzieht, desto besser wird er. Dann kann serviert werden und der Kuchen schmeckt wirklich richtig lecker. Statt Löffelbiskuits könntet ihr zum Beispiel auch fertige Waffeln verwenden, Löffelbiskuits. Ihr könnt natürlich auch selber einen Kuchenboden backen, also ihr könnt eigentlich das nehmen, worauf ihr gerade Lust habt. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen. Ich würde mich wie immer über eure Fotos freuen, gerne mit dem Hashtag Bakery auf Social Media. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken oder beim Nachmachen und dann hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!